die Ludovica Goessaura und die Selina Terler. Das sind heute in Lassee unsere Equonet Pony Grand Prix Siegerinnen. Wer möchte anfangen? Gleich. Erzählt uns einmal, wie viel der Sieg war denn das jetzt heute? Fangst du gleich an, Lucy? Also das ist jetzt mein zweiter Sieg beim großen Pony Grand Prix und ich habe zweimal den kleinen gewonnen. Das ist heute mein erster Sieg im kleinen Pony Grand Prix. Bravo, super. Ich meine, ihr seid ja quasi jetzt für alle anderen Ponykinder so ein bisschen Vorbilder, wenn ihr da den Pony Grand Prix gewinnt, der ja nicht ganz einfach war, speziell der große mit dem Wassergraben, das war ja nicht ganz einfach, nehme ich einmal an. Wie bereitet ihr euch vor? Also wie oft trainiert ihr in der Woche und wie oft macht ihr Springtraining, wie oft fahrt ihr aufs Turnier? Erzählt einmal ein bisschen, wie das funktioniert. Also ich reite fast jeden Tag, 3 bis 4 Pferde in der Woche und ich fahre ungefähr 2 Mal im Monat auf ein Turnier und ich habe 2 oder 1 die Woche Springtraining. Also du reitest eigentlich deine Ponys jeden Tag? Ja. Ich reite meine Ponys circa alle 2 Tage und 2 in der Woche Springtraining und am Wochenende fahre ich fast jedes zweite Turnier, jedes zweite Wochenende aufs Turnier. Okay, und also Springtraining, habt ihr beide gesagt, macht ihr ungefähr 1 bis 2 die Woche. Durchgehend oder gibt es dann auch im Winter mal eine Pause? Wie funktioniert das bei euch? Ja, im Winter haben meine Pferde immer Winterpause. Ja. Mhm. Es wird dann weniger im Winter mit dem Springen. Was ist jetzt, was habt ihr jetzt als nächstes auf eurem Turnierplan? Wie schaut das aus? Also mein nächstes Turnier ist in Wirden, ja. Okay, ist das Nationenpreis? Ja. Ah, Nationenpreis. Reitest Nationenpreismannschaft. Super, bravo. Was ist das Ziel für heuer? Mit meinem Pferd auf die Euro zu kommen und mit der Lilli Vanilli noch ein paar Siege international und national zu kriegen. Okay, also mit deinem Großpferd für die Euro. Children nehme ich an, oder? Passt. Mein nächstes Turnier ist Frauental und da probiere ich mit meinem neuen Pony auch kleinere Bewerbe zu reiten. Und das heißt, du hast ein ganz neues Pony, mit dem du noch gar nicht gestartet bist. Also das wird das erste Mal. Okay, wie heißt das? Tavana Gunsmoke. Okay, wie lange hast du schon? 1 Woche circa. Okay, also wirklich ganz neu. Wir wünschen euch viel Erfolg und danke. Danke. Tschüss.